Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, willkommen im Deutschunterricht für die siebte Klasse. Mein Name ist Lea-Lisa Dolenz und ich werde heute eure Deutschlehrerin sein. Unser Thema heute ist mein Traumjob. Heute werden wir über Jobs, die wir in der Zukunft machen wollen, reden. Moje ime je Lea-Lisa Dolenz i ja ću vam biti danas učiteljica njemačkog jezika. Kao što ste mogli vidjeti, danas ćemo razgovarati o zanimanjima kojima bi se htjeli u budućnosti baviti. Heute werden wir W-Fragen stellen und natürlich beantworten. Dakle, postavljat ćemo odgovarati na W-Fragen. Wir werden einen Film, informacijonen entnehmen, pogledati video sadržaj, odgovoriti na pitanja. Wir werden verschiedene Jobs nennen, imenovati različite poslove. Auf die Frage warum mit weil beantworten, odgovarat ćemo na pitanje warum, što je zašto, sa weil, odnosno zato. Und wir werden kurz unseren Traumjob vorstellen i kratko ćemo predstaviti svoj posao snova. Za ovaj sat njemačkog jezika potrebno vam je sljedeće papir oder Heft, znači papir ili bilježnica, ein Bleistift oder Kugelschreiber, olovka, odnosno penkalo, jer ćete naravno neke stvari trebati zapisati. Internet, natürlich, brauchen wir auch. Kopfhörer, slušalice, jer ćemo gledati video sadržaj, rješavat ćemo digitalne zadatke. Und das, was sehr wichtig ist, in jedem Moment könnt ihr eine Pause machen. Dakle, u svakom trenutku možete pauzirati ovu snimku u slučaju da rješavate neki zadatak, gledate neki video ili čitate neki tekst, a zatim naravno možete ponovo pokrenuti. Also fangen wir gleich mal an. Wir haben hier eine Frage. Früher und heute, was wollte ich werden und was bin ich? Wenn wir ein bisschen überlegen, ako malo razmišljamo, dakle, što sam htio postati dok sam bio mali, recimo, i što sam danas. Mal sehen. Zum Beispiel, ich wollte früher Sängerin werden. Dakle, htjela sam postati prije pjevačica. Und heute bin ich Physikerin. Danas sam, dakle, fizičarka. Oder wir können auch sagen, ich wollte früher Model werden. Dakle, htjela sam postati model. Und heute bin ich Verkäuferin, a danas sam prodavačica. Überlegt ein bisschen, was wollt ihr werden? Dakle, malo razmislite što bi vi htjeli postati ili možda da se postavi pitanje što ste htjeli postati kad ste bili mali. Dakle, to se mijenja. Pa razmislite malo, molim vas, što ste to htjeli postati ili što bi htjeli postati kad odrastete. Habt ihr überlegt, was ist euer Traumjob? Što je vaš posao iz snova? Ich helfe euch ein bisschen, wenn ihr nicht sicher seid, malo ću vam pomoći ako niste sigurni. Wir haben hier verschiedene Traumjobs, dakle ovdje ćemo imati različite poslove iz snova. Zum Beispiel, wir können dann beginnen, eine Sängerin, jemand möchte vielleicht eine Sängerin werden, dakle, to bi bila pjevačica. Seid vorsichtig hier bei allen Wörtern. Dakle, malo pripazite kod svih ovih riječi koje dolaze zbog toga jer će nam trebati u vježbi koja slijedi malo kasnije. Also, versucht aufzupassen, konzentriert aufzupassen. Dakle, pokušajte onako koncentrirano popratiti sadržaj. Dann haben wir zum Beispiel, jemand möchte eine Springreiterin werden. Das ist ziemlich interessant. Dakle, ovo je jedno interesantno zanimanje. Springreiterin, reitenje, jahanje, springen, skakanje. To je ono prepunsko jahanje. Das ist ein interessanter Beruf. Dann weiter haben wir auch einen interessanten Beruf, ein Archäologe. Dakle, netko želi postati možda jednog dana archeolog. Weiter, ein Wetterforscher. Was ist das? Što bi to bilo?
malo razmislite, VTO je vrijeme, forša, istraživanje, dakle osoba koja se bavi istraživanjem vremena, dakle tu su vam one vremenske prognoze u pitanju. Dann haben wir Haushaltshilfe, Beispiel aus Traumjob, Haushaltshilfe, pomoć u kućanstvu. Dann weiter ein Börsenmakler, ja, to je osoba koja radi na burzi, burzovni mešetar se može još reći. Oder vielleicht möchte jemand ein Model werden, dakle možda netko želi postati model, dakle nositi različite revije. Dann weiter, wenn die Mädchen klein sind, fast alle träumen, dass sie, wenn sie erwachsen sind, Prinzessinnen werden, dakle kod djevojčice sanjamo recimo možda da jednog dana postanemo princeze. Jedan interesantan beruf eine stewardess, mislim da nam je jasno što to znači, dakle stewardesa. Dann haben wir eine Reisejournalistin, ziemlich spannender Beruf, meiner Meinung nach ovako jedno vrlo interesantno zanimanje, reise, putopisni novinar bismo mogli reći, und viele Jungs wollen das werden, sehr viele, ein Astronaut, also ich glaube uns ist das allen klar was das ist, dakle svima nam je jasno o čem se radi, dakle astronaut kad postanemo veliki. Also das sind verschiedene hier Traumjobs, imamo ovdje, dakle različite poslove i snova, ich hoffe dass ihr euch für eins entschieden, vielleicht entschieden habt. Also jetzt schauen wir uns ein kurzes Video über Traumjobs an und in diesem Video werdet ihr Erwachsene sehen und die werden erzählen, was sie als Kinder sein wollten. Dakle, odgledat ćemo si kratki video o poslovima iz snova i to, dakle, će odrasli pričati što su to htjeli postati kad su bili mali. Ihr solltet da jetzt auf diesen Link hier klicken. Und aufmerksam sein bei dem Film, bei dem Video. Dakle, kliknut ćete na link. Link će vas naravno odvesti do kratkog videa. Und natürlich, ihr solltet auf zwei Fragen antworten. Dakle, prilikom gledanja filma, trebate zapravo uočiti odgovore na dva pitanja, auf zwei Fragen. Die erste Frage, wie viele Personen haben im Video geredet? Dakle, koliko je to osoba u ovom videu govorilo und über welche Traumjobs reden die Erwachsenen, also welche Traumjobs hast du gehört im Video, dakle, koje si to poslove iz snova u videu mogao, odnosno mogla čuti, also die Traumjobs im Video sind, dakle, oni koji su, dakle, pobrojeni, na to trebate obratiti pozornost. Video lekciju, kada gledate film, možete naravno zaustaviti te ponovo pokrenuti nakon što filmić, nakon što video odgledate. Habt ihr euch den Film, den Video, das Video angesehen? Und diese Traumjobs in der Kindheit? Wir hatten zwei Fragen. Wie viele Personen haben im Video geredet? Koliko je to osoba u video govorila? Jeste li uspjeli izbrojiti? Ja, genau, es haben 14 Personen insgesamt geredet. Und die zweite Frage, welche Traumjobs hast du gehört? Habt ihr euch einige Traumjobs gemerkt? Ja, die Traumjobs im Video sind zum Beispiel Sängerin, Schauspielerin, Autorin, Archäologe, Astronaut und so weiter. Werden wir uns noch einmal das Video über Traumjobs anschauen. Ihr solltet wirklich sehr aufmerksam sein und auf zwei Fragen antworten. Dakle, još jedan put ćemo se odgledati video o poslovima iz snova i trebate odgovoriti na dva pitanja. Trebate pažljivo naravno pogledati i odgovoriti na dva pitanja. Die erste Frage, was wollten die Frauen im Video werden und die zweite Frage, was wollten die Männer im Video werden? Dakle, evo, ovdje je link, hier ist der Link.
koji treba kliknuti kako bi si još jedan put odgledali video te odgovorili na dva pitanja. Die erste Frage, was wollten die Frauen im Video werden? Und die zweite Frage, was wollten die Männer im Video werden? Hier ist ein bisschen Hilfe, evo malo pomoći. Was es Frauen angeht, da sind diese Berufe hier, Traumjobs. Dakle, što se tiče žena, evo ovdje su ta zanimanja i snova. Erste Buchstabe ist hier, dakle prvo slovo je ovdje. Und für die Männer auch so. Die ersten Buchstaben von jedem Job sind hier aufgeschrieben. Dakle, prvo slovo svakog zanimanja i snova, da tako velimo, se nalazi ispred vas, te će vam, nadam se, pomoći. Also, was wollten die Frauen im Video werden? Ja, welche Berufe haben wir alles? Welche Jobs, welche Traumjobs? Was wollten sie werden, als sie klein waren? Mal sehen. Okay, habt ihr das alles? Sie wollten also Sängerin, eine wollte Sängerin werden, Schauspielerin, Springreiterin, Haushaltshilfe, Autorin, Model, Prinzessin, dann Reisejournalistin und Stewardess. Also das alles wollten unsere Damen sein, als sie klein waren. Dakle, evo, to su zanimanja u kojima su naše dame sanjale kada su bile djeca. Und was wollten die Männer im Video werden? Von welchen Traumjobs haben die geträumt? O kojim su oni to poslovima i snova sanjali? Was haben wir gehört im Video und gesehen? Ja, einer wollte Archäologe werden, der andere Wetterforscher, dann Börsenmakler, Kriminalbeamter wollte einer werden und der letzte, der wollte, ja was, Astronaut, genau, Astronaut wollte er werden. Jetzt ist es Zeit zum Spielen. Ihr sollt die richtigen Paare finden und dabei hilft euch dieser Link. Dakle, trebate pronaći parove. Pri tome će vam pomoći ovaj link na koji trebate kliknuti, te će vas odvesti do igrice ili uz pomoć skenera na vašim mobitelima skenirajte ovaj QR kod, te ćete na taj način moći doći do igrice. Ich wünsche euch viel Spaß beim Suchen. Und, welchen Job hast du gefunden? Was waren die Paare? Koji su nam to bili parovi? Welche Traumberufe oder Traumjobs waren dabei? Ja, das war die Journalistin. Super. Dann? Ja, die Tänzerin war dabei. Dann die Sängerin. Natürlich der Astronaut. Die Reiterin. Und das Model. Also diese Berufe, diese Traumjobs waren versteckt. Jetzt lernen wir die Caroline kennen. Caroline ist Lehrerin und sie erzählt uns etwas über ihren Job. So, mein Name ist Caroline. Schon als ich im Kindergarten war, wollte ich Lehrerin werden. Ich unterrichte seit 2 Jahren Deutsch an einem Gymnasium. Ich habe viel Spaß mit meinen Schülerinnen und Schülern im Unterricht. Wir lernen auch viel zusammen, weil wir so voneinander lernen. Mir ist es wichtig, dass der Unterricht für meine Schüler interessant und motivierend ist. Wir bereiten zusammen Vorstellungen vor, weil wir an einigen Theaterfestivals teilnehmen. Oft drehen wir auch kurze Filme, weil wir unsere Arbeit den Eltern vorstellen. Ich finde es total schön, Lehrerin zu sein, weil das eigentlich mein Traumjob ist. Hier sind die Fragen zum Text über Caroline. Überlegt ein bisschen, razmislite malo o svakom pitanju. Tekst smo pročitali, naravno video lekciju možete vratiti malo unatrag kako bi si
još jedan put mogli pročitati, odslušati tekst koji sam ja čitala, te na taj način lakše odgovoriti na pitanja. Also die erste Frage ist, was ist Caroline von Beruf? Dakle, što nam je Karolina do po zanimanju? Seit wann wollte sie Lehrerin werden? Dann kommt die dritte Frage, wo unterrichtet sie und wie lange? Dann die nächste, was unterrichtet sie? Dann weiter, was ist für Caroline im Unterricht wichtig? Und die letzte Frage, sehr wichtige Frage, warum wollte sie Lehrerin werden? Dakle, zašto je htjela postati učiteljica? Und hier sind natürlich die Antworten auf die gestellten Fragen. Dakle, evo nam odgovora na postavljena pitanja. Die erste Frage war, was ist Caroline von Beruf? Dakle, što nam je Caroline po zanimanju? Und die Antwort wäre, was habt ihr geantwortet? Caroline ist Lehrerin von Beruf. Super. Dann die Nummer 2. Seit wann wollte sie Lehrerin werden? Wie wäre die Antwort? Kako bi glasio odgovor? Što ste odgovorili? Sie wollte seit dem Kindergarten Lehrerin werden. Dann Nummer 3. Wo unterrichtet sie und wie lange? Was habt ihr geantwortet? Ja, genau, sie unterrichtet an einem Gymnasium seit 2 Jahren. Weiter die Frage, was unterrichtet sie? Sie unterrichtet, super, genau, Deutsch. Was ist für Caroline im Unterricht wichtig? Für sie ist es wichtig, dass ihr Unterricht interessant und motivierend ist. Und die letzte Frage, sehr wichtige Frage, haben wir gesagt, važno pitanje na kraju, warum wollte sie Lehrerin werden? Und die Antwort, was habt ihr geantwortet? Ja, sie wollte Lehrerin werden, weil das ihr Traumjob ist. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Moramo malo pripaziti. Hier ist ein Satz aus dem Text. Wir bereiten zusammen Vorstellungen vor, weil wir an einigen Theaterfestivals teilnehmen. Ihr sollt jetzt noch 3 solche Beispiele im Text finden. Sada trebate još 3 primjera ovakvog tipa, kao što je ova rečenica, pronaći u tekstu. Hier ist der Text. Evo nam teksta. Das, was wichtig ist, ihr könnt Videolektion jetzt stoppen. Videolektion možete zaustaviti. Kako bi mogli u miru pronaći, dakle još jedan put da ponovimo, rečenicu ovakvog tipa kao što je ova ovdje ponuđena. So, welche drei Beispiele hast du im Text gefunden? Dakle, koja ste 3 primjera pronašli u tekstu? Wir haben hier auch diesen Satz mit dem wir angefangen haben. Dakle, imamo ovdje rečenicu s kojom smo zapravo počeli. Wir bereiten zusammen Vorstellungen vor, weil wir an einigen Theaterfestivals teilnehmen. So, was wären dann diese 3 Beispiele aus dem Text? Dakle, koja ste 3 primjera, koja bi to 3 primjera iz teksta bila? So, das erste Beispiel, wir lernen auch viel zusammen, weil wir so voneinander lernen. Das war das erste Beispiel, super. Was kommt dann als das zweite? Oft drehen wir auch kurze Filme, weil wir unsere Arbeit den Eltern vorstellen. Das wäre die Nummer 2. Ja, und was habt ihr noch gefunden? Ja, ich finde es total schön, Lehrerin zu sein, weil das eigentlich mein Traumjob ist. Also das wären diese 3 Beispiele, to bi bila ta 3 primjera iz teksta koja smo uočili. Jetzt mal weiter sehen. Ajde da pogledamo sada malo pobliže ova 3 primjera, odnosno ove 3 rečenice. Što to ove 3 rečenice imaju zajedničkog? Ima više elemenata koji su im zajednički. Ajmo krenimo korak po korak. Što bi bilo, dakle, zajedničko ovim rečenicama? Tako je, možemo uočiti da nam sve 3 ove rečenice imaju zarez. Genau.
Einmal dalje. Schauen wir uns dann weiter die Sätze an. Pogledajmo si dalje rečenice. Što dalje one imaju zajedničko? Aha, tako je, super. Also, weiter. Ja, jeder von den drei Sätzen hat weil. Mhm, weil. Und im dritten Satz weil. Okay, dann weiter. Ako razmislimo malo, wir lernen auch viel zusammen, weil wir so voneinander lernen. Oft drehen wir auch kurze Filme, weil wir unsere Arbeit den Eltern vorstellen. Ich finde es total schön, Lehrerin zu sein, weil das eigentlich mein Traumjob ist. Zapravo bi ovaj weil, zato jer, povezivao dvije rečenice u jednu. Dakle, imamo jednu cijelinu uz pomoć veznika weil. Wir lernen auch viel zusammen, učimo puno zajedno, zato jer na taj način tako učimo jedni od drugih. Ok, znači ovaj weil, zato jer povezuje rečenice u jednu. Što nam se nalazi nakon weil? Pogledajte u rečenicama. Recimo, možemo na primjeru prve uočiti da poslije weil imamo wir. Dakle, imamo nekakvu osobu o kojoj se u rečenici govori, o kojoj se u rečenici radi. Osoba, mogli bismo reći zapravo da je to i subjekt. Tako je. Dakle, imamo zarez do sad uočen, imamo veznik weil do sad uočen, imamo dakle neposredno poslije weil, imamo subjekt, odnosno osobu u kojoj se u rečenici radi. Nakon toga, što nam dolazi? Dakle, imamo dijelove rečenice, tako da kažemo, so voneinander. Oder hier im zweiten Satz unsere Arbeit den Eltern. Oder eigentlich mein Traumjob. Und jetzt sind wir schon am Ende des Satzes. Dakle, na kraju smo rečenice. Ajde pogledajmo kroz sva tri primjera što se to na kraju rečenice nalazi. Što to imamo na kraju? Tako je, na kraju imamo glagol. Hier ist das im ersten Satz lernen. Dann im zweiten Satz ist das vorstellen. Und im dritten Satz ist das ist. Još nam je jedna stvar bitna ovdje. A ta je da razmislimo, ajde pogledajmo glagol. Je li taj glagol, recimo, ovdje na kraju rečenice napisan u infinitivu? Što mislite? Ovdje je vorstellen, da li je to infinitiv? Malo obratite pozornost, molim vas, dakle, na tu osobu, na subjekt koji imamo. Što možemo uočiti? Tako je, možemo uočiti da glagol zapravo odgovara subjektu. Znači, wir lernen. Ura, wir vorstellen. Dakle, glagoli koji se nam nalaze ovdje, kao što vidimo, kroz sva tri primjera, na kraju rečenice, oni nam odgovaraju osobi, odnosno subjektu o kojoj se u rečenici govori, odnosno radi. Dakle, ono što smo mogli uočiti, da zaokružimo, zarez smo uočili, zatim veznik koji povezuje ove dvije rečenice u jednu cjelinu. Nakon toga nam dolazi subjekt, osoba o kojoj se u rečenici govori, dijelovi rečenice koji nas vode zapravo do kraja, a na kraju imamo glagol koji odgovara, koji je konjugirani, dakle, koji odgovara subjektu, odnosno osobi o kojoj se u rečenici govori. Jetzt versuchen wir ein bisschen was anderes, malo ćemo nešto drugo pokušati. A wir verbinden jetzt die Sätze, pokušat ćemo rečenice povezati.
Caroline wollte Lehrerin werden, sie mag die Arbeit mit den Kindern. Da glaube ich, wir rečenice treba povezati u jednu cjelinu. Caroline wollte Lehrerin werden, dakle Karolina je željela postati učiteljica, sie mag die Arbeit mit den Kindern. Kako bi povezali? Znači zato jer voli raditi s djecom. Ok, ajmo sad, imali smo na prijašnjem slajdu primjere. Kako ćemo povezati? Krenut ćemo, dakle, tako je sa prvom rečenicom Caroline wollte Lehrerin werden. Što onda tu dolazi? Ste zapamtili što je ono zajedničko bilo prijašnjim rečenicama? Tako je. Dakle, zarez. Poslije zareza što je došlo? Bravo. Došao je veznik while. Što smo uočili poslije veznika? Tako je, uočili smo zi kao tako. Nakon zi što bi trebalo? Die Arbeit mit den Kindern. Tako je, dakle to su dijelovi, kao što smo rekli, dijelovi rečenice, da bi na krajnjem mjestu, na posljednjem mjestu zapravo bio glagol. A za glagol smo djeco rekli da mora odgovarati osobi koja se, dakle, u rečenici, o kojoj se u rečenici govori. Znači, sie, mag. Kad bi tu pisalo ich, isto bi bilo mag. Ali kad bi pisalo du, onda bi trebalo pisati mag. Dakle, trebamo pripaziti da nam je glagol koji je na kraju rečenice zapravo konjugirani. Ok, mal sehen, probajmo sad s još jednim primjerom. Nadam se da će ići lakše. Marco will pilot werden, er fliegt gern. Kako bi te dvije rečenice povezali sa vaj? Tako je, uočili smo, dakle, prva rečenica, Marco will pilot werden. Što ćemo sada tu staviti? Tako je, možemo i reći, dakle, možemo tu staviti zarez. Nakon toga što nam dolazi, što smo uočili? Tako je, dolazi veznik while, pa što poslije njega? Tako je, dolazi er. Nakon toga znamo da imamo neke dijelove rečenice koje još trebamo zapisati da bi na kraju rečenice zapravo opet bio glagol. U ovom slučaju je to fliegt i on, pogledajte pažljivo, odgovara osobi, odnosno licu, ako konjugiramo glagol ich fliege, du fliegst, er, sie, es, fliegt. Dakle, to su nekakva osnovna pravila, dakle imamo... Mogli bismo reći ovoga na početku ovdje nekakvu rečenicu, glavnu rečenicu, nakon koje dolazi obavezno zarez. Nakon zareza imamo while, pa zatim osobu, lice, subjekt, pa dijelove rečenice i glagol mora biti na kraju i mora odgovarati, dakle, osobi o kojoj se u rečenici govori. Jetzt versuchst du selbst, pokušat ćete sami, und ihr verbindet zwei Sätze, povezat ćete rečenice po onom primjeru koji smo imali na prijašnjem slajdu. Der erste Satz, Anna möchte Tierärztin werden, dann der zweite, den man verbinden soll, sie hilft den Tieren gern, dann weiter, Peter will Polizist werden, es ist für ihn spannend, Erik will Fußballer werden, er verdient damit sehr gut. Ines möchte Krankenschwester werden, sie hilft den Menschen sehr gern. Ono što je bitno, rečenice ćete zapisati u bilježnicu, dakle povezati i zapisati. Anna möchte Tierärztin werden, sie hilft den Kindern gern. Imamo na prijašnjem slajdu primjere kojima se naravno možete poslužiti lekciju, vratite samo malo unatrag. Und hier sind die Antworten, dakle evo nam odgovora kako ste povezali rečenice, da vidimo, možete sami sebe naravno provjeriti. Anna möchte Tierärztin werden, nismo smjeli zaboraviti na zarez, weil, dakle imamo taj veznik koji povezuje, weil sie, dakle sie kao osoba, lice, ostale dijelovi rečenice, den Tieren gern i na kraju rečenice mora biti hilft, dakle glagol, koji kao takav odgovara osobi u kojoj se u rečenici govori. Sie hilft. Peter will Polizist werden, ne smijemo zaboraviti zarez, weil es für ihn spannend ist. Dakle, weil
osoba, subjekt, dijelovi rečenice, ostali i na kraju mora biti glagol es ist konjugirani, dakle mora odgovarati osobi, odnosno subjektu. Er ich will Fußballer werden, zares, weil er damit sehr gut verdient. Dakle, opet, wieder mal, imamo veznik, subjekt, ostalo i glagol. Und der letzte Satz, Ines möchte Krankenschwester werden, weil sie den Menschen sehr gerne hilft. Dakle, imamo ozares, em veznik, val, em subjekt, en ostale dijelovi rečenice i naravno da nam je glagol koji je konjugirani opet na kraju. Und jetzt ist es Zeit wieder zum Spielen, vrijeme evo za igru. Hier ist der Link, evo imate link na koji kliknete, da će vas odvesti do igrice, odnosno s pomoć skenera na vašim mobitelima skenirajte QR kod, te će vas odvesti dakle na igricu kroz koju će se uvježbavati rečenice. So hier ist wieder unsere Caroline, dakle evo nam Caroline. Und jetzt sind wir eigentlich dran, jetzt bist du dran. Caroline sagt, ich habe meinen Traumjob beschrieben und jetzt bist du dran. Dakle, ona je opisala svoj posao i snova, sada si na redu ti, kao što smo rekli. Du sollst kurz dich und deinen Traumjob in einem Video vorstellen. Und natürlich eine kleine Hilfe ist hier, ein paar Fragen. Die erste Frage, wie heißt du? Dann die zweite, wie alt bist du und in welche Klasse gehst du? Die dritte, was ist dein Traumjob? Und die vierte, warum ist das dein Traumjob? Also auf die gestellten Fragen könntest du zum Beispiel so antworten. Dakle, na postavljena pitanja možete na ovaj način odgovoriti. Mein Name ist Tara, ich gehe in die siebte Klasse der Grundschule Ivana Brlić-Mažuranić in Zagreb. Mein Traumjob ist Ärztin. Ich möchte Ärztin werden, weil ich so den Menschen helfen kann. Und wie ich schon gesagt habe, das alles dann in einem Video aufnehmen. Und jetzt kommt die Hausaufgabe, dieses kurze Video, wo du dich und deinen Traumjob vorstellst, dakle taj kratki video gdje ćeš predstaviti kratko sebe i tvoj posao i snova, schickst du per e-mail an deinen Lehrer oder deine Lehrerin. Und am Ende kannst du dich bewerten, na kraju se dakle možeš ocijeniti, Daumen nach oben, Daumen in die Mitte, Daumen nach unten. Ich kann verschiedene Jobs nennen, mogu dakle nabrojiti različite poslove, Daumen nach oben. Ich kann Sätze mit weil verbinden, wir können auch sagen, Daumen nach oben haben wir auch gelernt. Und ich kann kurz mich und meinen Traumjob vorstellen, dakle mogu predstaviti kratko sebe i svoj posao i snova. Das wäre auch ganz sicher Daumen nach oben. Also haben wir alles super geschafft. Meine lieben Kinder, das wäre alles für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Tschüss an alle und bis zum nächsten Mal.